Er kann es immer noch nicht fassen. Fast 2 Jahre hat Mohammad al-Abdullah darauf gewartet, seine Familie wiederzusehen. Nun soll es tatsächlich soweit sein. Seinen jüngsten Sohn Ali berührt Mohammad al-Abdullah in diesem Moment zum ersten Mal. Bei der Geburt war der Syrer schon auf der Flucht. 17 Monate zuvor. Wir treffen Mohammad al-Abdullah mit 2 weiteren Flüchtlingen direkt nach seiner Ankunft in Deutschland vor einem Erstaufnahmelager in Berlin. Es ist der 6. März 2015. 2 Jahre werden wir die 3 ab diesem Tag begleiten. Mohammad al-Abdullah, der von nun an mit aller Kraft darum kämpfen wird, seine Familie zu retten. Abdu Ashebi, der in Berlin auf die schiefe Bahn gerät. Seine Geschichte endet nicht mit einem Happy End am Flughafen, sondern vor einem Berliner Richter. Nicht gut. Und Nidal Abbas. Dem Syrer stehen quälend lange Monate bevor. Fast 1,5 Jahre wird er darauf warten müssen, dass sein Leben in Deutschland endlich beginnen kann. Dies verdammte Warten. 3 Flüchtlinge. 3 Geschichten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Nidal Abbas ist der jüngste der 3. Der 20-jährige Syrer wächst in Homs auf, geht dort zur Schule. Du musst doch nur Homs sagen, damit jeder weiß, was Sache ist. Kämpfe und Massaker. Es sind nicht nur die Bomben, vor denen Nidal Abbas im Herbst 2014 flüchtet. Direkt nach dem Abitur steckt der Einberufungsbescheid im Briefkasten. Das Regime ruft ihn zum Kriegsdienst. Von meinen Schulfreunden ist eigentlich kein einziger dageblieben. Ich war der Letzte, der weggegangen ist. Wie so viele andere macht er sich auf den Weg nach Europa. Wie gefährlich die Überfahrt über das Mittelmeer ist, merkt er erst, als es schon zu spät ist. And it was a horrible ship. It was the iron was. Das Boot war ein echter Seelenverkäufer, völlig verrostet, in katastrophalem Zustand. Aber die richtige Überraschung kam erst, als wir an Bord gingen. Da saßen 700, 800 Menschen wie Vieh zusammengepfercht. Für uns war überhaupt kein Platz mehr. Aber am Rand des Schiffsrumpfs, da war so eine Art Vorsprung. Und da sind wir dann rauf. Du fühlst dich völlig isoliert und denkst, jetzt kann dir niemand mehr helfen. Ich habe dann angefangen zu beten. Auf diesem Todesdampfer.
Der Syrer ist nach der Ankunft in Berlin voller Hoffnung. Noch glaubt er fest daran, schon bald mit der Umsetzung seines großen Plans beginnen zu können. Nidal Abbas will Arzt werden, genau wie sein Vater, und in 5 Jahren mit dem Studium fertig sein. I am young. I have maybe at least 5 years. Ich bin jung und ich schätze, ich habe jetzt mindestens 5 Jahre Zeit, um mein Leben auf die Spur zu bringen. Eins ist jedenfalls sicher: Ich werde meine Chance nutzen. Not lost any chance. Abdulkhalek Ashebi, der Dritte, wird von allen nur Abdu genannt. Er kommt aus Libyen und ist wie die beiden Syrer zunächst vor allem glücklich, in Sicherheit zu sein. Aber in Berlin grassieren gerade die Masern. Und wegen der beengten Zustände im Erstaufnahmelager, die die drei mit dem Handy dokumentieren, hat Ashebi Angst, sich anzustecken. 70 oder 80 oder 100 Leute schlafen in der kleinen Zimmer und da ist krank und gehen wir alle krank. Die Flüchtlingshelferin Amai von Hülsen-Pönsken kümmert sich damals von Anfang an um die drei. Obwohl der Großteil der Flüchtlinge erst Monate später ankommen wird, warnt sie bereits, die Politik sei offensichtlich noch im Winterschlaf. Die Tragweite der Probleme ist ganz offensichtlich noch nicht in den Köpfen angekommen. Ansonsten gäbe es überall schon Krisenstäbe und es gäbe Menschen, die sich zusammensetzen und einfach sagen, gut, wie lösen wir die anstehenden Probleme auf unbürokratische Art und Weise, dass den Betroffenen geholfen wird. Bis heute hat die Flüchtlingshelferin zu allen dreien Kontakt, obwohl das Erstaufnahmelager bald dicht gemacht wird und sich ihre Wege zerstreuen. Abdu Ashebi verschlägt es nach Schöneberg. Immobilienmakler würden die Wohnlage als einfach bezeichnen. Doch wer in dieser Zeit überhaupt irgendwo unterkommt, kann von Glück reden. Wegen der vielen Neuankömmlinge gibt es im September 2015 kaum noch freien Wohnraum in Berlin. Viele Flüchtlinge schlafen im Freien. Über einem Bordell wohnt Ashebi mit 9 weiteren Flüchtlingen auf 2 Zimmer verteilt. Diese Leute kamen aus Kosovo, Bosnien und Albanisch, Serbisch, Syrien, Makedonien. Und ich kenne nicht diese Leute. Und diese Leute auch können nicht schlafen gut auch, wie ich. Die Wohnung von innen. Bis zu 50 Euro zahlt das Land Berlin für die Unterkunft, pro Nacht, pro Nase. In Berlin herrscht Goldgräberstimmung und aus Angst, auf der Straße zu landen, beschwert sich niemand. Chef immer gucken, er hat schon gesagt, wenn Polizei kommen in dieser Wohnung und Polizei gucken diese Leute, 10 Leute vor 2 Zimmer und alle, den Polizei sagen, alle raus. Dass er nicht schlafen kann, liegt nur zum Teil an den Mitbewohnern. Was ihn noch stärker plagt, ist die Vergangenheit. Ein Bild aus früheren Zeiten. In Libyen kämpft Ashebi, wie viele aus seiner Stadt Misrata, gegen Diktator Gaddafi. Sein Bruder wird neben ihm von einem Scharfschützen erschossen. Er bekam eine Kugel direkt in den Hals. Er stand in dem Moment direkt neben mir. Er fiel zu Boden. Ich wollte ihn noch retten und bekam selbst einen Schuss ab, der aber ein Streifschuss war. Nicht seine einzige Kriegsverletzung. Schwer verwundet kommt Abdu Ashebi nach Deutschland. Die äußerlichen Wunden sind bald verheilt, doch die seelischen bleiben. Monat für Monat zieht sich Ashebi weiter zurück. Zu den beiden anderen Flüchtlingen bricht der Kontakt vollständig ab. Sozialer Rückzug ist typisch für unbehandelte Kriegstraumata. Hinzu kommen Schuldgefühle, überlebt zu haben, erzählt Ashebi. Nacht für Nacht erscheine ihm Haitham, sein erschossener Bruder, im Traum. Mein Bruder immer sagt, geh zurück, machst du Krieg.
niemals aufgeben. Er sagt mir immer wieder, komm zurück, gib nicht auf. Du musst dich diesen Leuten entgegenstellen. Und ich sehe auch Verwandte und andere Freunde in meinen Albträumen. Und ich weiß gar nicht, wie ich davon wegkommen soll. Ich bin neu in Deutschland und lerne jetzt Deutsch. Muhammad al-Abdullah erhält nach einem halben Jahr als erster die Anerkennung als Flüchtling. Damals noch eine Voraussetzung für die Teilnahme an einem Integrationskurs. Von nun an drückt er die Schulbank. Wie für jeden Flüchtling auch für ihn der Beginn einer neuen Phase, berichtet sein Lehrer. Lesen Sie bitte noch einmal die Texte. Sie haben dann mehr Mut, sie trauen sich mehr auf die Straße, sie sprechen Menschen an. Ich finde diese Kurse schon wichtig. Richtig. Im September meldet sich das Bezirksamt. Man habe eine Wohnung für ihn gefunden. Oh mein Gott. Wow. Oh. Sehr schön. Wow. 35 Euro Miete pro Tag sind alles andere als ein Schnäppchen. Für das Bezirksamt geht die Rechnung scheinbar trotzdem auf. Die Wohnung ist schließlich immer noch günstiger als das Bett von Abdu Ashebi in der Massenunterkunft. Als ich gerade hier reinkam, war ich auf einmal, ja, entspannt. Das ist der erste Schritt für ein richtiges Leben in Berlin. Jetzt kann ich in Ruhe meine Zukunft planen, mich organisieren und Deutsch lernen. Das ist ein Riesenunterschied. Okay, hallo Nidal. Der erste Besucher ist Nidal Abbas. Die beiden Syrer sind im Laufe der Monate Freunde geworden. Doch während der eine nach der Anerkennung als Flüchtling jetzt Tag für Tag Fortschritte macht, geht für den anderen gar nichts voran. I'm very happy for him. Ich freue mich sehr für ihn, ehrlich. Aber ich denke jetzt auch, mein Gott, alle meine Freunde gehen ihren eigenen Weg. Nur ich komme keinen Zentimeter vorwärts. Oktober 2015, der erste Bodenfrost in Berlin. Schon um 6 Uhr morgens drängen sich Hunderte vor dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales, Lageso. Nidal Abbas hat einen Termin. Die meisten anderen Flüchtlinge sind erst diese Nacht in Berlin angekommen. Die ganzen kleinen Kinder, die holen sich hier doch den Tod. So lange in der Kälte und das so früh am Morgen. Auch bei Nidal Abbas sinkt die Laune bald auf den Gefrierpunkt. Aus nächster Nähe erlebt er, warum das Berliner Lageso deutschlandweit zum Sinnbild für eine überforderte Verwaltung wird. Das ganze System ist doch Murks. Das muss man doch verändern, wie hier immer noch gearbeitet wird, im Schneckentempo. Die Stimmung aggressiv, die Ordner genervt. Es ist eine Prozedur, die jeder Flüchtling mit ungeklärtem Status in Berlin damals alle 2 Monate aufs Neue über sich ergehen lassen muss, ohne dass etwas vorangeht. Nothing. Nichts passiert hier. Just waiting. Außer warten. Fucking waiting always. Muhammad al-Abdullah kann dagegen loslegen. Als anerkannter Flüchtling hat er nun das Recht, seine Familie aus Syrien nachzuholen. Hierfür aber müsste seine Frau an einer deutschen Botschaft persönlich vorsprechen. Genau das ist aber gerade unmöglich. Alle Termine sind für die nächsten 7 Monate ausgebucht. Jetzt in Syrien, jede Minute gibt es Bombing. Wie in Berlin ist auch in Maratha der Winter eingekehrt. Mehr als 12 Monate sind vergangen, seit Muhammad al-Abdullah das Dorf verlassen hat.
Aus Angst traut sich hier tagsüber kaum einer auf die Straße. Hier hat Familie Al-Abdullah früher gewohnt. Ihr Haus wurde bei einem Bombenangriff fast völlig zerstört. Nach seiner Flucht kommen Mohammad Al-Abdullahs Frau und die Kinder bei einem Onkel unter. Das beengte Wohnen mit den Verwandten, die prekäre Sicherheitslage und die Abwesenheit des Ehemanns und Vaters machen die Situation im Haus für den Gastgeber, aber auch für Kinder und Ehefrau, Monat für Monat unerträglicher. Wir wohnten also in der Wohnung meines Onkels und dessen Eltern waren leider krank. Deshalb war ich dort eigentlich für alles zuständig. Und aus Deutschland kommen verstörende Nachrichten. Dort wird auf einmal diskutiert, den Familiennachzug auszusetzen. Meine Frau hat immer wieder angerufen und gefragt, wie sieht es aus? Ich konnte es ihr gar nicht sagen, wir standen so unter Druck. Manchmal hat man keine Kraft mehr. Manchmal verliert man die Hoffnung. Und manchmal findet man sich damit ab, dass man allein bleiben muss. Und dass die Familienzusammenführung ein reiner Traum bleibt. ‎2600 Kilometer trennen Mohammad Al-Abdullah von seiner Familie. Und trotzdem, am Ende seines ersten Jahres in Deutschland hat er mehr erreicht als die meisten anderen, die 2015 gekommen sind. Die Flüchtlingshelferin Amai von Hülsen-Pönsken versucht derweil, ihre Schützlinge möglichst regelmäßig aus den Massenunterkünften rauszuholen. Bei ihrem Kaffeetreff soll nur Deutsch gesprochen werden. Das Integrationskonzept von staatlicher Seite existiert schlichtweg noch nicht. Und da, ja, also entweder man kann jetzt einfach darauf warten und die Menschen noch ein weiteres Jahr in der Turnhalle mit 1000 anderen lassen. Oder man kann einfach mal anfangen. Einer ist schon lange nicht mehr gekommen. Abdul Ashebi musste sich eingestehen, dass es ohne psychologische Hilfe nicht mehr geht. Vergeblich hat er versucht, die Stimmen im Kopf, die Albträume, mit Alkohol zu verdrängen. Schlafen ist schwierig. Wir schlafen nicht. Es geht nicht lernen, geht nicht arbeiten, geht nicht alles. An der Berliner Charité gehört das Behandeln von psychischen Kriegsschäden schon lange zum Berufsalltag. Doch 2015 müssen sie hier aufgrund der steigenden Nachfrage immer mehr Patienten abweisen. Nachdem sich die Flüchtlingshelferin für ihn eingesetzt hat, darf Abdul Ashebi einmal im Monat hierher kommen. Nötig wären für Traumapatienten wie ihn eher 2 Termine die Woche. In der Kürze der Zeit versucht die Gesprächstherapeutin herauszufinden, was passiert ist. Ich rede mit Kindern, immer mit Kindern. Ich schätze hier die seelischen Verletzungen als sehr groß ein. Was wir versuchen hier zu erreichen, ist, dass also Herr Ashebi hier zum Beispiel einfach erstmal einen Ort hat, um ganz zu Anfang überhaupt erst seine Geschichte zu erzählen. Es ist natürlich nicht einfach, sich zu öffnen. Aber gleichzeitig tut es auch gut. Ja, man fühlt sich gut dabei. Man kann jetzt nicht denken, dass man eine traumatische Erkrankung gut heilen kann, wenn jemand in einer WG wohnt mit 11 anderen Mitbewohnern auf 2 Zimmern. Was ist denn am Schlafen schwierig? Eher das Einschlafen oder eher das Durchschlafen? Die Diagnose des Psychiaters ist eindeutig. Ohne den Einsatz von Antidepressiva bekommt Patient Ashebi das Problem nicht mehr in den Griff. Von den Symptomen, die sind ganz massiv da. Und es gibt die Gefahr jetzt auch des Alkohols letztlich, also ne, von Suchtmittel und mit dem Suchtmittel letztlich die,
diese Erlebnisse wegzudrücken. Man kann dann auch nicht sagen, dass das auf jeden Fall gut wird. Gegen den Rat der Ärzte setzt Abdou Achebi das Medikament wenige Tage später wieder ab. Beirut, Ende April 2016. Die 7 Monate Wartezeit sind um. Um 5 Uhr nachts sind Mohammad al-Abdullahs Ehefrau, Hala al-Atrash, und die Kinder losgefahren. Mit dem Taxi im frühen Morgengrauen über die syrische Grenze in den Libanon gekommen. Meine größte Angst war, dass sie uns gar nicht ins Land lassen. Dass ich den Termin an der Botschaft verpasse und damit die einzige Chance, es nach Deutschland zu schaffen und meinen Mann wiederzusehen. Für eine einigermaßen sichere Passage durch Syrien hat die Familie viel Geld zahlen müssen. Und trotzdem macht sich Mohammad al-Abdullah in Berlin zur selben Zeit große Sorgen um sie. Seit er weiß, dass es seine Familie über die Grenze geschafft hat, ist er aber zumindest etwas beruhigt. Alle meine Freunde, deutsche Freunde, haben mir viele SMS geschickt und sagen, wir drücken die Daumen. Und ja, ich habe etwas Stress und ein bisschen nervös. Und seit 2 Tagen habe ich nicht gut geschlafen. Die deutsche Botschaft in Beirut. Hier besteht neben Jordanien und der Türkei damals die einzig realistische Möglichkeit für Syrer, das Visum auf Familiennachzug nach Deutschland zu beantragen. Ehrlich gesagt habe ich jetzt ganz schön Bammel. Hoffentlich haben wir alle Dokumente beisammen. Wer keinen Termin vorweisen kann, darf sich noch nicht mal anstellen. Lange warten müssen die 4 also nicht. Die nötigen Unterlagen und Urkunden zu besorgen, ist in den Kriegswirren schwer. Viele Flüchtlinge kommen deshalb mit unvollständigen Unterlagen, scheitern schon an ihm, dem Vorsortierer, und müssen nachliefern. Die Folge: In der ohnehin schon überrannten Visastelle häufen sich unerledigte Verfahren. Die Wartezeit ist auf 15 Monate angewachsen. Mohammad al-Abdullahs Familie wird zum Konsularbeamten durchgelassen. Als erstes wird gezahlt. Etwa 175 Euro Gebühren in libanesischen Pfund. Wer nur Euro oder gar syrische Lira dabei hat, muss unverrichteter Dinge wieder gehen. Fingerabdrücke abgeben. Alles läuft nach Plan. Aber dann gibt es doch noch Probleme. In den Unterlagen fehlt der deutsche Aufenthaltstitel von Mohammad al-Abdullah, moniert der Schalterbeamte und ruft diesen selbst in Berlin an. Die Botschaft brauchen die. Ich habe alles geschickt ohne. Auch seine Frau greift nach dem Termin sofort zum Hörer, um den finalen Stand nach Berlin durchzugeben. Er könne das fehlende Dokument per E-Mail nachreichen, berichtet sie ihrem Mann. Beide sind sich einig, es ist nicht schlecht gelaufen. Wir haben Chance, aber ja, sie brauchen die Identitätskarte und die neue Anmeldung. Mindestens 4 Wochen dürfte die Ausstellung der Visa dann noch dauern, hat der Konsularbeamte Hala al-Atrash mit auf den Weg gegeben. Im Libanon bleiben dürfen sie bis dahin nicht. Nach einem Spaziergang am Meer heißt es deshalb zurück nach Syrien, zurück in den Krieg. Der zweite Sommer in Deutschland. Nedal Abbas wartet immer noch darauf, dass sein Asylantrag bearbeitet wird. Er spricht nun Deutsch. Doch von seinem ursprünglichen Elan ist kaum noch etwas übrig.
bin sehr müde von den Warten, die lange Warten, die lange Zeit. Und ja, ich habe zu viel Stress, weil ich denke so viel an. Und ja, mein Denken geht immer um dieses Papier. Und, ja. Mohammad Al-Abdullah packt derweil Pakete. Nachdem der gelernte Logistiker die ersten Deutschprüfungen bestanden hat, vermittelt ihm die Arbeitsagentur ein Praktikum. Flüchtlinge sollen jetzt in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die erste Woche war ich etwas ernst, was ich kann nicht viel machen, aber da ja danach läuft, es läuft gut. Dann habe ich die Pakete gepackt. Das Praktikum wird staatlich bezuschusst. So lohnt es sich auch für das kleine Start-up, das Kondome herstellt und vertreibt, Mohammad Al-Abdullah für ein paar Wochen zu beschäftigen. Haben alle vorbereitet, ja? Wie immer. David. Also die größte Challenge. Obwohl mit ihm alle hier zufrieden sind, wird es mit einem Job ohne staatliche Zuschüsse am Ende trotzdem nichts. Wir suchen jemanden halbtags und wir würden ihm auch einen Job anbieten. Ich weiß nur nicht, ob das was für ihn ist, weil das wäre halt halbtags irgendwie und das wäre so ein bisschen Aushilfe und er muss einfach Kohle für sich verdienen. Und deswegen würde er sich vermutlich woanders nach einem Job umgucken, wo er schneller mehr Geld verdienen kann, was ich total verstehen kann. Ich bin sehr dankbar und es gibt kein echtes Wort zu sagen, aber danke. Amtsgericht Tiergarten im Juli 2016. Das Land Berlin gegen Abdu Ashebi. Es geht um den Verdacht der schweren Körperverletzung. Na gut, das ist eine Geldstrafe, die hier im Raum steht. Einfach, wenn er sie nicht bezahlen kann, müsste er dann ins Gefängnis gehen. Der Anwalt macht seinem Mandanten deutlich, was bei einer Verurteilung noch auf dem Spiel steht. Die dauerhafte Bleibeperspektive. Es gibt dann in der Folge immer wieder Probleme bei längerfristigen Aufenthalten und Niederlassungserlaubnissen, also wenn dann irgendwie von einer Verstetigung des Bleiberechts ausgehen will. Der Staatsanwalt wirft Abdu Ashebi vor, einen Türsteher im Streit mit einem Stein attackiert zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Ein Party, wir mussten rennen gehen und er sagt, nee, das hier heute nur für deutsche Leute und so. Der Security sagt, habe ich mit einem Stein geschlagen und das habe ich nicht gemacht. Und dieser Stein, ich weiß nicht, wo dieser kommt, dieser Stein. Und das ist sehr schlecht von meinem Papier. In der Strafsache gegen Ashebi, die Beteiligten bitte in den Saal 102, sofort zu tun. Es ist Abdu Ashebis erste Erfahrung mit der deutschen Justiz. Doch es wird nicht seine letzte bleiben. In seinen schlaflosen Nächten streift er nun durch Berlin, gerät auch im Flüchtlingsheim immer wieder in Streit. In den nächsten Monaten gibt es deshalb gleich mehrere Anzeigen gegen ihn. An diesem Tag aber wird die Verhandlung ohne Ergebnis vertagt. Flughafen Schönefeld, 22. Juli 2016. Statt 4 Wochen haben die Visa 4 Monate auf sich warten lassen. Heute nun ist seine Familie endlich auf dem Weg. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so stark unter Druck steht wie er in dem Moment. Also der hatte schon so eine elektrische Aura um sich herum, dass in dem Moment, in dem man hinter ihm stand, so das Gefühl hatte, diese Wellen, die erwischen einen mit. 5 nach 13. Noch eine Stunde. Sie sind jetzt in the sky, im Himmel. Ja, sie sind jetzt. Ja, hoffentlich, sie kommen. Dass ich sie jetzt wirklich gleich sehe, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, obwohl ich wusste, dass sie im Flugzeug sitzen. Ich habe mir im Flugzeug immer den Moment vorgestellt, wie das gleich sein wird, ihn wiederzusehen. Meine Kinder hatten ihren Vater 2 Jahre lang nicht gesehen. Ali kannte seinen Vater gar nicht und umgekehrt natürlich genauso. Das war ein Gefühl überwältigender Freude.
Als sie durch die Tür kam, habe ich zuerst meine Frau gesehen. Aber ich habe auch gleich gemerkt, dass Mariam, meine Tochter, mich ganz befremdet anschaut. So als würde sie mich fragen, warum bist du weggegangen? Warum hast du uns allein gelassen? Und das, muss ich sagen, hat mich wirklich traurig gemacht in diesem Moment. Wir sind dann nach Hause gefahren und haben es uns gemütlich gemacht. Sie hat gesagt, ich bin. Super. Dann habe ich meinen Kindern noch einmal erklärt, warum ich vorausgefahren bin. Achtzehn Monate nach seinem Asylantrag lädt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Nedal Abbas, der den Glauben schon verloren hatte, im August plötzlich und kurzfristig zur lang ersehnten Anhörung. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Landeshauptmann vom Bundesamt. Landeshauptmann. Sie sind ja heute hier, weil Sie einen Asylantrag gestellt haben. Die Anhörung ist der wichtigste Abschnitt in Ihrem Asylverfahren. Denn das, was Sie heute vortragen, ist dann die Grundlage für die spätere Entscheidung in Ihrem Asylverfahren. Deshalb bitte ich Sie, alles vorzutragen, was für Ihr Asylverfahren wichtig ist. Nedal Abbas hat sich während der langen Wartezeit anwaltlich beraten lassen und ist vorbereitet. Wo lebten Sie in Syrien, kurz vor Ihrer Ausreise? Lebten Sie in der Stadt Homs oder in der Provinz Homs? In der Stadt Homs oder in der Stadt Homs? In der Stadt. In der Stadt. Nennen Sie mir bitte drei Stadtteile, drei Bezirke von Homs. Wadi Dahab. Ich habe Fragen zu Homs gestellt, jetzt in dem konkreten Fall, weil wir als Entscheider auch den Auftrag haben, die Identität der Antragsteller zu überprüfen. Welche besonderen Bauwerke können in Homs besichtigt werden? Als erstes gibt es das City Center. Das ist ein blaues, großes Gebäude mit einem weißen Bogen. Ich glaube, das reicht mir jetzt. Das ist die ganze Liste. Man merkt, dass wenn jetzt unrichtige Angaben gemacht werden, dass da relativ schnell Widersprüche auftreten. Da sind wir als Entscheider angehalten, auch den Widersprüchen nachzugehen. Und letztendlich merkt man das auch an der nonverbalen Kommunikation, wenn jemand anfängt zu stottern, wenn jemand anfängt stark zu schwitzen, wenn der Blickkontakt ganz und gar nicht mehr gegeben ist. Waren Sie Augenzeuge, Opfer oder Täter von Völkermord oder Kriegsverbrechen? Die Antwort auf diese Frage dürfen wir nicht mehr filmen. Aus Sorge um die in Syrien lebenden Angehörigen. Die Vernehmung dauert insgesamt über 90 Minuten. In den Wochen danach wird der Entscheider Nedal Abbas Angaben alle überprüfen. Natürlich ist es das Recht des deutschen Staates, etwas über die Leute, die neu ins Land kommen, zu erfahren. Ich habe nichts dagegen, solche Informationen anzugeben. Auch über meine Familie. Ich habe alles gesagt und alles wahrheitsgemäß angegeben. Ich habe den Antragsteller als glaubwürdigen und aufrichtigen Antragsteller wahrgenommen. Er hat die Fragen zu seiner Person glaubhaft vorgetragen. Er hat die Angaben zur Identität glaubhaft und auch schlüssig vorgetragen. Und dementsprechend habe ich im Großen und Ganzen ein positives Bild vom Antragsteller. Das Asylverfahren habe sich verzögert, weil sein Ausweis im Bundesamt verloren gegangen sei, erfahren wir später. Anders als Mohammad al-Abdullah wird Nedal Abbas wenige Wochen danach nur den eingeschränkten Schutz ohne Anspruch auf Familiennachzug erhalten. Er hat einfach Pech gehabt. Die Stimmung im Land hat sich gedreht. Die Bundesregierung während der langen Wartezeit die Gesetze verschärft. Mohammad al-Abdullah zieht im September um. Für 5 Personen war die alte Einzimmerwohnung dann doch zu eng. Das bin ich jetzt eingezogen, eine Wohnung gefunden. Und das ist sehr wichtig für mich und für die Kinder.
Die Kinder müssen in die Schule. Deswegen sie brauchen die Anmeldung vom Bürgeramt. Bürgeramt sagt, wir brauchen die Anmeldung vom Schulamt und so und so. Ohne Flüchtlingshelferin Amai von Hülsen-Pönsken hätte es wie schon so oft nicht geklappt. Versucht mal. Nee, sie muss festhalten. Weder mit der Wohnung noch mit den Möbeln. Viele Menschen gibt es ja, die Möbel verschenken wollen. Und eine unserer Dinge, die wir zurzeit gerade machen, ist über eBay Kleinanzeigen und BSR, also die städtische Müllverwertung und so weiter, Möbel zusammenzusammeln. Und da kommt eben halt vieles her. Natürlich hilft auch Nedal Abbas beim Umzug. Zum ersten Mal lernt er heute die gesamte Familie seines Freundes kennen. Wenn der Umzug erledigt ist und die Kinder einen Platz im Kindergarten haben, erzählt Mohammed Al-Abdullah ihm, dann beim Mittagessen, soll auch seine Frau Deutsch lernen und arbeiten. Ja, sie möchte gern arbeiten. Und meine Frau ist stark Frau. Dann ich kann meine Frau kann mit vielen Männern sprechen und sie hat Sicherheit, sie hat keine Angst. Und ich habe keine Angst. Ich kenne meine Frau, dann ich lasse meine Frau, was sie will, zu machen. Einem ist an diesem Tag nicht zum Lachen zumute. Nedal Abbas hat mittlerweile Klage eingereicht, denn sein Asylbescheid beinhaltet auch eine kürzere Aufenthaltsgenehmigung. Nein, verstehe ich nicht. Nein, das. Ich habe keine Ahnung, warum habe ich 3 Jahre gehabt. Keine Ahnung, warum Nedal hat 1 Jahr gehabt. Das verstehe ich nicht. Die Regeln kommen, die Gesetze kommen, die Papierbürokratie kommt und sagt so, so. Dass die Flugzeuge am Berliner Himmel keine Gefahr darstellen, mussten seine Kinder erst lernen. Der Vater soll in diesen Tagen viele Fragen über Deutschland beantworten und hat doch selbst noch so viele. Trotz der Wut, mit den Papieren geht es für Nedal Abbas endlich einen Schritt voran. Schönen Tag bei uns. Dankeschön. Dankeschön. Oktober 2016. Bewerbungsgespräch bei einem Pharmakonzern. Meine Aufenthaltsgestattung. Und wie lange sind Sie noch befristet bis? Das gewünschte Praktikum solle der erste Schritt sein auf dem Weg zur Mediziner, erklärt Nedal Abbas. Ja, wir beraten uns dann nochmal und dann werden wir eine Entscheidung fällen. Wenige Wochen später steht Nedal Abbas 5 Tage die Woche im Labor. Gemeinsam mit 11 weiteren Flüchtlingen. Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer auf eine naturwissenschaftliche Ausbildung vorzubereiten. Die Aufgabe ist für ihn, eine Löslichkeit zu bestimmen von Salzen im Wasser. Und er muss jetzt darauf achten, dass er bei einer ganz bestimmten Temperatur die Vorgaben einhält und muss immer bestimmte Salzmengen eingeben. Bei wie viel Grad machen wir das gerade? Ich warte bis 60 Grad zu erhalten. Er ist unglaublich wissbegierig. Er ist der Erste, der ran will. Also man merkt an, er hat einen hohen Lerndruck. Es macht viel Spaß, ein bisschen einschränkt, aber es macht viel Spaß eigentlich. Ich weiß jetzt wieder, wozu ich morgens aufstehe. Und das gibt mir Kraft. Er hat jetzt eine Zukunft. Und die hatte er vorher nicht. Ganz viele von den Geflüchteten sagen einem immer wieder, dass das, was ich unbedingt will, ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen und ich möchte gerne wieder an meiner eigenen Zukunft bauen. Und das kann er jetzt. Und das ist so schön zu sehen. Nach einer Prügelei muss Abdu Ashebi sein Flüchtlingsheim im November 2016 von einer Minute auf die andere verlassen. Der Heimleiter hat Hausverbot erteilt und Anzeige erstattet. Das ist nicht das erste Mal, er war gewaltlich. Das ist das dritte Mal. Und er hat auch schon 2 Anzeige gegen sich. Beiden haben sich geschlagen und dann beiden haben sich bewegt. So. Und dann beiden haben so getroffen, auf diese Seite, beide. Und das war ja, ganz schwer, weil es 2 große Männer und die Scheibe und dann wird kaputt. Und jetzt ist es über die Grenze und ich muss auch denken über die Sicherheit und den Schutz vor den anderen Bewohnern bei uns. Wir haben in dieser Etage viele Familien und Kinder und ich muss die Leute schützen. In die Therapie geht Abdu Ashebi schon länger nicht mehr. Ihm fehle die Kraft.
Zunächst sucht er wieder nach Ausreden. Dann gibt er zu, sich manchmal nicht mehr im Griff zu haben. Das liegt an der beengten Wohnsituation. Das führt doch dazu, dass aus den nichtigsten Gründen Streit entsteht. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Man kann überhaupt nicht in Ruhe überlegen. Das sind die Dinge, unter denen ich bis heute leide. Weil es schon Abend ist, bleibt ihm nur noch eins: der Gang in die Obdachlosenunterkunft. Ja, wir sind die Notunterkunft für Wohnungslose. Aufnahme ist regulär bis 21.30 Uhr. In Notfällen nehmen wir auch viel später auf. Und zurzeit bringt uns der Kältebus auch noch von der Berliner Stadtmission. Beziehungsweise der Wärmebus vom DRK noch Leute. Ne? Sprechen Sie Deutsch, Englisch? Ja. Deutsch, ja. Okay. Sie gehen ja morgen zum Lageto und lassen sich neue Unterkunft geben? Ja. Dann haben Sie bei uns nur eine Nacht, ja? Sie ja. können sich auch gerne dort ein Handtuch nehmen, wenn Sie möchten. Handtuch, Seife. Ja. So weiter, ja. Das Handtuch morgen früh bitte wieder zurückbringen und dann da in den Eimer rein, ja. Okay. Da. Gut, dann erstmal durch. Das können Sie auch mitnehmen, die Hausordnung, okay. In Ruhe durchlesen, ja. Alles gut. Tschüss. Bitte einmal hier entlang, ja. Hier ist der Essensraum. Hier bekommen Sie Abendbrote und morgen früh auch das Frühstück, ja. Eine Mitarbeiterin zeigt Abdou Achebi den Gemeinschaftsraum und sein Bett für die Nacht. Und Bett Nummer 2, das wäre dann hier unten, ja? Alles gut. Bettzeug ist alles da. Genau. Morgen ab 6 Uhr ist wecken und ab 7 gibt es dann Frühstück, ja? Ja. Zahnbürste und Schlafanzug liegen noch im Flüchtlingsheim. Es ist der Tiefpunkt eines stetigen Abstiegs. Zwei Jahre Deutschland. Zeit für eine Bilanz. Der Traum vom Medizinstudium ist für Nedal Abbas bisher ein Traum geblieben. Abdou Achebi würde sich wünschen, dass er keine Träume mehr hat. Und er nicht mehr länger auf seinen Asylentscheid warten muss. Und Mohammad al-Abdullah? Seine Familie hat er gerettet. Doch für ihren Unterhalt sorgen kann er noch nicht.